Hallo und herzlich willkommen zurück beim Lernzyklus Kreuztabellen. Im Basic Video 1 hast du gesehen, wie man aus Texteingaben Kreuztabellen erstellt und dir fehlende Einträge einer Kreuztabelle berechnet. In diesem Video werden wir gemeinsam eine Kreuztabelle interpretieren. Dafür schauen wir uns folgende Kreuztabelle an. Welchen Schultyp Schülerinnen und Schüler nach dem Abschluss der 4. Klasse Volksschule im Schuljahr 2019 bis 2020 besucht haben, ist nach Geschlecht und Schultyp dargestellt. Vielleicht wunderst du dich, wieso diese Kreuztabelle so viele Eintragungen hat. Die letzten Kreuztabellen, mit denen wir bisher gearbeitet haben, hatten doch nur 4 Zeilen und 4 Spalten, wie bei dem Beispiel aus dem letzten Video. Bei einer Kreuztabelle können die 2 Merkmale, die wir untersuchen, mehr als nur 2 klassische Ausprägungen haben. Bei dieser Kreuztabelle finden wir in der ersten Spalte das Merkmal Geschlecht, welches in unserer Aufgabe nur 2 Ausprägungen hat. Die unterschiedlichen Schulformen, die die Schülerinnen und Schüler nach der 4. Klasse besucht haben, finden wir in der ersten Zeile. Hier erkennen wir, dass zwischen 5 Schulformen unterschieden wird. Hier haben wir also 5 Merkmalsausprägungen. Das sieht zwar vielleicht auf den ersten Blick kompliziert aus, aber keine Sorge, auch hier kannst du so arbeiten wie bei den Kreuztabellen, die du bereits kennengelernt hast. Widmen wir uns wieder unserer Aufgabe. Lies dir in Ruhe die Angabe durch. Versuche dann, die Fragen 1 bis 4 auf deinem Zettel zu beantworten. Keine Sorge, falls du nicht alle beantworten kannst, wir werden im Anschluss die richtigen Antworten durchbesprechen. Hast du versucht, alle 4 Fragen zu beantworten? Super, dann vergleichen wir die Ergebnisse. Wie viele Schülerinnen und Schüler besuchten nach der 4. Klasse eine MS? Insgesamt 48.867 Schülerinnen und Schüler haben eine MS besucht. Diesen Wert finden wir in dieser Zelle. Hier befindet sich die Summe aller Schülerinnen und Schüler, die eine MS besucht haben. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie viele Schülerinnen und Schüler besuchten einen anderen Schultyp als MS oder AHS? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die in eine Sonderschule gegangen sind, zu jenen addieren, die einen Modellversuch oder sonstiges besucht haben. Also 1416 plus 1317 plus 969 und kommen so auf 3702 Schülerinnen und Schüler, die eine andere Schulform als MS oder AHS besucht haben. Vergleichen wir den dritten Punkt. Berechne die relativen Anteile für erstens und zweitens und vergleiche die beiden Werte. Um den relativen Anteil für erstens zu berechnen, müssen wir zunächst die Anzahl aller Schülerinnen und Schüler, die die 4. Klasse abgeschlossen haben, herauslesen. Dies sind 81.704. 48.867 davon gingen in eine MS. Wir können uns den relativen Anteil berechnen, indem wir den Anteil von 48.867 Schülerinnen und Schüler der MS durch die Gesamtanzahl von 81.704 dividieren. Wir erhalten 0,598 und in Prozenten sind dies rund 60%. Bei zweitens haben wir 3702 Schülerinnen und Schüler erhalten, die nicht in eine MS oder eine AHS gingen. Um den relativen Anteil zu bekommen, rechnen wir 3702 durch 81.704 und erhalten 0,045. Das sind rund 5%. Wir sehen, dass unser relativer Anteil bei erstens deutlich höher ist als bei zweitens. Wir erkennen auch, dass mehr als die Hälfte, nämlich 60% aller Schülerinnen und Schüler, nach dem Abschluss der 4. Klasse in eine MS ging. Nur ein geringer Anteil, nämlich 5% aller Schülerinnen und Schüler, besuchten nach der Volksschule eine andere Schulform als MS oder AHS. Und zuletzt vergleichen wir noch Frage 4. Es gibt eine Schulform, an der mehr Mädchen als Burschen waren. Gib diese Schulform an. Wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler dieser Schulform sind Mädchen? Hierfür vergleichen wir die Eintragungen in der Mädchenzeile mit denen der Bubenzeile.
Wir können erkennen, dass die Anzahl der Mädchen, die in die AHS gingen, höher ist als jene der Buben. Während 14.081 Buben in die AHS gingen, sind es 15.054 Mädchen. Um herauszufinden, wie viel Prozent der Schülerinnen und Schüler dieser Schulform Mädchen sind, suchen wir zuerst die Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler dieser Schulstufe, nämlich 29.135. 15.054 davon sind Mädchen, also 15.054 von 29.135 ist 15.054 durch 29.135, das sind rund 0,517, also rund 52%. 52% aller Schülerinnen und Schüler, die nach der 4. Klasse in die AHS gingen, sind Mädchen. Und, konntest du schon einige Fragen richtig beantworten? Super, jetzt hast du gelernt, wie man Kreuztabellen interpretiert. Wenn du dir bei Fragen schwer getan hast, dann ist das kein Problem. Schau dir das Video einfach nochmal an. Im nächsten Video, dem Mastery-Video, widmen wir uns einem Logikrätsel, bei dem wir unser bisher Gelerntes auf die Probe stellen können.